Ja, und jetzt wollen wir über das Corona-Management von Bund und Ländern sprechen, nämlich mit Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Herr Decker, wie bewerten Sie denn das, was die Politik da diese Woche abgeliefert hat? Es heißt, hier hat ja erstmal Druck gebraucht, dass dieses Spitzentreffen dann am Dienstag zustande kam. Die alte Regierung, so hatte man den Eindruck, hat sich nicht mehr so ganz zuständig gefühlt. Die neue war vielleicht noch nicht am Start. Es gibt jetzt schon Medienberichte, die sagen, war das oder fragen, war das ein Fehlstart der Ampel? Ja, natürlich war das ein Fehlstart. Die Frage ist nur, war das im Grunde der objektiven Situation geschuldet oder hätten die Akteure tatsächlich dann auch anders handeln können? Es ist fatal gewesen, dass wir ja nach einem relativ guten Sommer dann in den Wahlkampf gegangen sind. Das Thema Corona hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die Parteien wollten natürlich nicht mit schlechten Nachrichten aufwarten. Dann hat man alle Aufmerksamkeit darauf konzentriert, die neue Regierung zu bilden. Das sollte schneller gehen als beim letzten Mal. Und das hat die Kräfte der Koalitionäre so absorbiert, dass man die Dramatik dieser sich aufbauenden vierten Welle und der sich anbahnenden Katastrophe nicht gesehen hat. Und was man jetzt macht, ist im Grunde, man rauft sich zusammen, Bund und Länder, die parteipolitischen Akteure. Aber durch diese Entwicklung haben wir natürlich wertvolle Zeit verloren. 6 Wochen bis 2 Monate. Man hätte viel früher handeln müssen. Aber das ist jetzt sozusagen verschüttete Milch, auch wenn man das natürlich aufarbeiten muss. Und es ist natürlich ein ganz großer Fehler der Ampelkoalition gewesen, die pandemische Notlage für beendet zu erklären und auch den Instrumentenkasten zu entschärfen. Das hat auch nicht gleich korrigiert. Man hat den Fehler nicht zugegeben. Also sind wieder 2 wertvolle Wochen verstrichen, ehe man sich jetzt zusammengerauft hat. Kommen wir doch noch mal ganz kurz zu Jens Spahn. Das war ja heute seine letzte Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler. Er hat die pandemische Lage auslaufen lassen, so um den 18. Oktober rum. Dann gab es die Deckelung von BioNTech. Auch diese Pläne sorgten für ziemlichen Unmut. Und ich denke mal, nicht nur in Frankfurt hat diese Woche Impfstoff gefehlt. Wie schätzen Sie denn die Leistungen von Jens Spahn in dieser Pandemie ein? Ich glaube, dass es im Grunde noch einen grundlegenderen, größeren Fehler gegeben hat. Denn Spahn hat es eben versäumt, im Rahmen dieser Bundesregierung mit dazu beizutragen, dass überhaupt ein funktionierendes Krisenmanagement aufgebaut worden ist. Und insoweit sind ja diese Fehler dann auch kein Zufall gewesen, auch diese kommunikativen Pannen, die immer wieder unterlaufen worden sind und die ja dann eben auch das Vertrauen in die Impfstoffe untergraben haben und dazu geführt haben, dass die Impfkampagne, die ja dann in Deutschland doch zunächst ganz gut angelaufen war, dass die nicht weiter forciert werden konnte. Spahn hatte ja eigentlich einen guten Start als Gesundheitsminister, war ein Aktivposten in der ja nicht unbedingt glänzenden Unionsministerriege, hatte sich um das Thema Pflege gekümmert, aber er ist dann letztlich an Corona gescheitert. Man muss sich ja mal überlegen, dass er vor einem Jahr sich noch selber ins Spiel gebracht hatte als möglicher Kanzlerkandidat der Union. Also tiefer könnte der Absturz eines Politikers nicht sein. Ja, kommen wir mal zur neuen Regierung. Angesichts dieser scharfen Corona-Pandemie hat ja mancher kaum Verständnis, dass noch nicht feststeht, wer der neue Bundesgesundheitsminister werden soll. Jetzt sind wieder mehrere Namen im Spiel an diesem Freitagnachmittag. Dabei gäbe es doch eigentlich einen, der bewiesen hat, dass das kann, dass er Ahnung hat. Ja, ich habe auch kein Verständnis dafür aus 2 Gründen. Zum einen wäre es tatsächlich jetzt sehr sinnvoll, dass der neue Amtsinhaber auch mit dem noch Amtsinhaber zusammenarbeitet, dass also ein auch reibungsloser Übergang gewährleistet ist. Zum anderen finde ich es aber auch aus SPD-Sicht merkwürdig, dass jetzt ein Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen soll. Ein
Koalitionsvertrag, der ja auch sagt, welche Partei welche Ressorts bekommt, aber dass die SPD als einzige Partei ihren Parteitagsdelegierten die Information vorenthält, wer diese Ressorts besetzt. Die anderen haben ja die Ministerinnen und Minister benannt. Ich finde das mit Blick auf den Parteitag auch nicht sehr demokratisch. Das hat die SPD beim letzten Mal schon so gemacht, aber es wird auch durch Wiederholung nicht besser. Ja, na warten wir mal ab, wer es dann letzten Endes wird. Ich bedanke mich bei Frank Decker, Politologe, für seine Einschätzung.